Hallo zusammen und willkommen zum neuen Video. Ja, heute bin ich rausgegangen mal wieder, habe mir 2 Tage freigenommen und bin hier am Trekkingplatz Imsbach von trekking-pfalz.de. Den habe ich mir heute gebucht. Ja, und mein Lager steht schon, meine Hängematte. Es ist heute ein absolut herrlicher Tag. Wir haben heute 8 oder 29 Grad gemeldet, seit gestern kurzes Hosenwetter. Ja, hab so richtig Bock hier draußen zu sein, richtig geil was Buschkraftiges zu machen. Hab den Waldläufergrill dabei, die Klapppfanne, das Pie Iron. Also da wird es heute und morgen einiges geben, was ich so machen will. Ja, und freue mich halt total drauf. Später kommt noch Besuch, wer das ist, seht ihr dann. Jo. Und ja, jetzt mache ich mir erstmal ein Käffchen und genieße die Zeit hier. Saugeil. Cheers, Leute. Geht raus, genießt die Natur. Ich mach gleich mal so einen kleinen Camp-Rundgang. Also im Vorfeld habe ich vom Bernd Korell mehr oder weniger durch die Blume gesagt bekommen, dass der Platz hier wäre scheiße oder schlecht. Scheiße hat er nicht gesagt, er wäre nicht gut, es gibt schönere. Also ganz ehrlich, ich finde den hier richtig cool. Das ist so eine kleine Senke, in dem das hier drin liegt, das Camp. Ausreichend Bäume für Hängematten, also hier kriegst du die 80 Hängematten unter. Eine schöne Lagerfeuerstelle, Bänke rundherum, könnten einen Ticken höher sein, aber das ist jetzt hier meckern auf hohem Niveau. In der Nähe ist auch noch die Kupferberghütte und noch so ein paar alte Bergwerkanlagen, die man auch noch besichtigen kann. Ein paar Felsen, da gehe ich vielleicht morgen nochmal vorbei. Vielleicht sogar heute Abend gehen wir mal zur Kupferberghütte. Aber so finde ich es echt cool gelegen. Hier kommt so gerade so ein bisschen die Sonne rein. Ist schattig. Also ich finde es ganz cool. Was mir jetzt gerade auffällt schon, es sind ja extrem viele Mücken, weil es ist so eine kleine Quelle da, die laut Zettel fast versiegt wäre. Also ein bisschen Wasser fließt da wohl raus, man hört es ein bisschen plätschern. Aber trinken würde ich es wahrscheinlich nicht, also da ist auch irgendeine Installation drin, also vielleicht ist es Trinkwasser, aber jedenfalls habe ich keine Möglichkeit, das Wasser dort direkt zu zapfen.
Feuerholz ist noch schon da. Cool. Also mir gefällt der Platz hier sehr gut. So wie es aussieht, sind wir heute auch die einzigen, die hier sind. Also bis gestern hatte man noch keiner gebucht. Vielleicht kommt spontan noch jemand vorbei. Und da unten ist das Klohäuschen. Und hier das Plateau mit dem Platz. Noch da hinten hängt die Hängematte. Ein Holzlager. Und da aus der Senke kommt ja eine kleine Quelle. Also irgendwie ist es schon ein bisschen bekloppt. Das ganze Zeug wiegt natürlich einiges. Wir haben hier Guss, wir haben hier Stahl, wir haben hier auch Eisen. Ja, und dann muss man natürlich das Titanbesteck mitnehmen. Weil irgendwo muss ja Gewicht eingespart werden. Schon bekloppt. Naja. Ja, ich bereite jetzt gerade mal so ein bisschen die Lagerfeuerstelle vor, dass wir da heute Abend schön drauf kochen können. Und gehe jetzt mal gleich noch ein bisschen Holz klein machen. So, jetzt gehe ich mal noch auf die andere Seite vom Hügel hoch, vom Lager hoch, da wo es zum Feld geht. Da war ich noch nicht. Ganz schön steil. Und das ist der Ausblick von hier. Ja, von hier aus hat man auch noch einen herrlichen Blick. Hier oben sind die Häuser von Imsbach. Da hinten verläuft die, ich glaube die A61, die lauter nach Mainz geht. Schöner Weitblick. Ah, herrlich. Schönes Feld hier, wo man so drüber gehen kann. Da hinten der Waldrand, von dort geht es runter zum Camp. Ah, und da oben ist auch noch irgendeine Hütte. Ich weiß nicht, ob das ein Garten ist oder eine Pausenhütte. Da gehe ich später mal vorbei, wenn dann mein mit Lagerist da ist. So, jetzt aber wieder zurück ins Camp, mal eine Runde in der Hängematte chillen. Leute, aber jetzt wo es wieder warm wird, denkt dran, immer ausreichend zu trinken. In dem Sinne, cheers. Oh, ist das gut. Ist noch eiskalt. Es liegt nämlich bei meinem gefrorenen Hühnchen. Und jetzt wisst ihr auch schon, was es heute Abend zu essen gibt. Nämlich ein komplettes Hühnchen. Da freue ich mich schon drauf. Aber jetzt wird erstmal weiter relaxed. Oh, ist das geil. Perfektes Wetter.
Zum Hühnchen heute Abend soll es Bannock noch dazu geben. Das will ich machen, deswegen habe ich mir jetzt hier schon Mehl in so einen Zipbeutel abgefüllt. Ja, und da kommt jetzt Wasser dazu und das knete ich jetzt hier drin. Wird zwar noch eine Zeit lang dauern, aber so hat der Teig einfach noch ein bisschen Zeit, sich zu beruhigen. Mach noch ein bisschen Hefe rein, sodass ja, das Ganze noch so ein bisschen mehr aufgeht. Die ganze packen wir wahrscheinlich nicht, das wäre zu viel. Ja, und ansonsten kommt noch Salz rein. Relativ einfach gehalten. Ja. Ich habe jetzt so gar keine Erfahrungswerte, wie viel Wasser da rein muss. Das heißt, ich fange erstmal mit wenig an und kipp dann immer wieder ein bisschen was dazu. So. Und dann das Ganze hier drin durchgeknetet. Salz gebe ich jetzt auch schon mal dazu, dass sich das schon mal gut verbindet, also beziehungsweise gut verteilt. Zwei Päckchen hier rein, relativ kleine. Ich habe hier ein halbes Kilo Mehl. Ich glaube, das wird ganz schön viel. Wasser dazu geht immer. Wasser rausnehmen wird dann schon schwieriger. Jetzt gehe ich doch nur der Hand rein. Ich glaube fast schon, dass da war zu viel Wasser, was ich hier reingemacht habe. Aber jetzt kann ich es eigentlich nicht mehr ändern. Ich kann es nicht mehr ändern. Scheiße. Mein Plan ist nicht ganz aufgegangen. Sagt noch, soll nicht zu viel Wasser reinkippen. Und kippt zu viel Wasser rein. Also so schlecht ist er gar nicht geworden. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen was hier von meiner Hand runter. Und ja, ist eigentlich ein schöner Teig. Ja, der gar nicht so stark klebt. Ich würde sagen, den lasse ich jetzt, wie gesagt, einfach mal eine ganze Zeit lang hier ruhen. Und ja, nachher wird dann Bannock gebacken. Ja, da unten sind gerade Bäume gefällt worden und da lag hier so ein schönes Brettchen schon fast. Ich habe jetzt quasi hier schon eine Ecke abgesägt, dass es schön gerade ist und mache jetzt das Ganze hier so ein bisschen glatt. Ein schönes, ja, ein Waldläuferteller. Na, da ist die Kamera fliegen gegangen. Eigentlich reicht es so schon. Gerade nur, dass keine Splitter hier rausstehen. Kann man schön von essen. Schön rustikal. Das ist auch ein ganz schönes Gewicht, das wiegt bestimmt ein halbes Kilo. Da stand nämlich quasi, der Baum lag, war schon gefällt. Und das stand quasi da ab, das war schon quasi abgespalten. Und ja, der Baum hat jetzt trotzdem noch mit den Wurzeln, ja, war im Erdreich und hat jetzt hier schon angefangen, das ganze Ding hier mit Harz zu versorgen. Dementsprechend ist das hier auch noch schon richtig vollgesogen mit Harz teilweise. Ja, aber das ist heute Abend mein Teller. Sehr geil. Cool. Ja, heute mit am Start das Jakit Kniff 2, kein V2. Das habe ich gerade in einem Passaround, das der Stefan 123321 organisiert hat. Das wurde uns vom Shop Nordisches Handwerk zur Verfügung gestellt. Ja, gibt schon ein paar Reviews dazu. Und jetzt habe ich es halt zum Testen. Mein Review folgt dann auch demnächst. Oder vielleicht ist es sogar schon draußen. Ich habe es jetzt so einiges an Holz hier mitgemacht. Wirklich betont, habt ihr es ja gesehen. Teilweise bin ich auch gar nicht durchgekommen, so hart wie das Holz hier war. Aber dennoch ist das Ding noch rattenscharf und beißt sich hier noch richtig in den Daumennagel rein. Also hat von der Schärfe her nichts verloren. Da bin ich echt schon ziemlich beeindruckt von dem Stahl und von dem Anschliff. Cooles Messer. Ja,
So, und dann geht es jetzt hier mal mit was anderem weiter. Kaum ist das Brettchen fertig, geht schon mit dem nächsten Projekt weiter. Ich habe da unten, wo ich das Brett gefunden habe, noch diesen Teil eines Baumes gefunden, der voll Harz war, und habe schon, sorry fürs Gewackel, gut schon was bearbeitet. Alles Harz und Kienspan. Und jetzt habe ich gerade noch das Stück hier. Ah, das ist auch gut, das ist das Wasser oder Schlamm. Aber das hier sieht man schon schön. Die Sonne glänzt, das ist Kienspan. Sehr geil. Ja, ordentliche Ausbeute. Also Feuer geht heute auf jeden Fall. So, jetzt seht ihr auch, wer da ist. Sebastian ist heute wieder mit am Start. Hallo. Hatte Weg nicht gefunden. Ich bin zu Fuß bis hier hingelaufen. Ja, deswegen hat es so lange gedauert. Genau. Ja, ich bin schon am Schnitzen. Bauen wir gerade eine Gabel. Oh. Ja, ein Brett, einen Teller habe ich schon mal gebaut. Ja. Ihm war langweilig. Ja, ich habe ein bisschen gelesen in der Hängematte. War ein bisschen im Feld gewesen. Heute ein Holz gemacht. Da hinten, der ganze Stapel. Ja, ja, das hat er alles selber gemacht hier im Hintergrund. Ne? Ja. Habe ich mir schon gedacht. Alles mit der Silke gesägt. So, wir bauen jetzt mal mit Sebastian sein Lager auf und dann schauen wir mal weiter.